Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mika-Guide. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Mika am besten baut und dabei gehen wir wie immer zuerst die Talente durch, danach die Sternenbilder, Artefakte, Waffen, Teamcoms und zu guter Letzt ein kurzes Fazit von mir. Mika ist ein 4-Sterne-Cryo-Support-Charakter, der einen Speer nutzt. Er kann sein Team heilen, ihnen Angriffsgeschwindigkeit geben und den physischen Schaden ordentlich erhöhen. Für die Rolle als Damage-Dealer ist er nicht besonders geeignet und das Cryo-Element auf die Gegner verteilen kann er auch nicht besonders gut. Deswegen sehe ich ihn am sinnvollsten als Buffer für Main-DPS-Charaktere wie Yula oder Razor, die physischen Schaden austeilen. Aber ich würde sagen, wir legen los mit den Talenten und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Guide. Mikas Elementarfähigkeit könnt ihr kurz drücken, um einen Frostflusspfeil abzuschießen, der Cryo-Schaden verursacht, oder gedrückt halten, womit ihr eine Eissternbarke abfeuert, die beim Treffen von Gegnern in die Luft steigt und anschließend drei Splitter auf bis zu drei weitere Gegner abgefeuert werden, die ebenfalls Cryo-Schaden zufügen. Egal ob ihr die Fähigkeit drückt oder gedrückt haltet, ihr bekommt einen Effekt namens Seelenböe, der die Angriffsgeschwindigkeit vom aktiven Charakter erhöht. Der Effekt hält für 12 Sekunden und der Angriffsgeschwindigkeitsbonus ist auf Level 1 13% und steigert sich bei jedem Aufstieg um einen weiteren Prozent. Also bekommt ihr auf Stufe 10 vom Talent 22% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Die Abklingzeit der Elementarfähigkeit liegt bei 15 Sekunden. Es gibt ein passendes passives Talent, welches einen größeren Unterschied macht, ob ihr die Elementarfähigkeit gedrückt halten möchtet oder nur kurz drückt. Und zwar bekommt ihr im Zustand Seelenböe den Effekt Entdeckung, welcher von aktiven Figuren den physischen Schaden um 10% erhöht, wenn ihr mit eurer Elementarfähigkeit einen Gegner trefft. Beim gedrückt halten könnt ihr durch die Splitter noch weitere Gegner treffen, welche durch das passive Talent dem aktiven Charakter noch mehr Stapelungen vom Effekt Entdeckung geben. Insgesamt könnt ihr drei Stapelungen Entdeckung gleichzeitig haben, was euch insgesamt 30% mehr physischen Schadensbonus gibt. Also lohnt es sich, die Elementarfähigkeit immer gedrückt zu halten beim Abfeuern, wenn ihr Mika mit einem physischen DPS-Charakter spielt. Aber auch, weil die Fähigkeit so noch mehr Energiepartikel erzeugen kann. Mikas Spezialfähigkeit heilt beim Auslösen alle Truppenmitglieder basierend auf seinen maximalen Lebenspunkten und gibt ihnen den Zustand Falkenfeder für 15 Sekunden. Der Effekt Falkenfeder sorgt dafür, dass ihr bei einem Standardangriff vom Gegner sofort geheilt werdet, basierend auf Mikas maximalen Lebenspunkten. Dieser Effekt wird aber nur alle 2,5 Sekunden ausgelöst. Die Abklingzeit der Spezialfähigkeit liegt bei 18 Sekunden und sie kostet euch 70 Elementarenergie. Ein weiteres passives Talent sorgt dafür, dass ihr eine weitere Stapelung vom Effekt Entdeckung bekommen könnt, wenn der aktive Charakter einen kritischen Treffer landet und währenddessen im Zustand Falkenfeder sowie Seelenböe ist. Um es vielleicht einfacher auszudrücken, wenn ihr im Zustand eurer Elementarfähigkeit und auch der Spezialfähigkeit seid, bekommt ihr durch einen Effekt nochmal 10% zusätzlichen Schaden on top, wenn der aktive Charakter einen kritischen Treffer landet. Also könnt ihr durch diese passive insgesamt 40% mehr physischen Schaden erhalten. Bei Aufleveln der Talente solltet ihr zuerst die Elementarfähigkeit bevorzugen und dann die Spezialfähigkeit. Den Schadenangriff müsst ihr gar nicht leveln, da ihr den nicht benötigt. Vielleicht habt ihr durch die Talente selbst schon gemerkt, dass Mika voll darauf ausgelegt ist, euer Team zu unterstützen. Er kann sicherlich jeden beliebigen Charakter supporten, aber am besten die, die physischen Schaden austeilen. Bei 4-Sterne-Charakteren auf Sternenbilder zu gehen, würde ich persönlich nie empfehlen. Auch wenn es immer schwieriger wird, den gewünschten 4-Sterne-Charakter zukünftig zu kriegen. Mika funktioniert aber fabelhaft auch ohne Sternbilder, aber wir gehen trotzdem einmal alle durch. Sternbild 1 sorgt dafür, dass ihr vom Effekt Falkenfeder häufiger geheilt werden könnt als alle 2,5 Sekunden oder wie ich es in meinen Worten sagen würde, nutzlos. Sternbild 2 sorgt dafür, dass ihr einfacher eine Stapelung vom Effekt Entdeckung bekommt, wenn ihr mit eurer Elementarfähigkeit einen Gegner trefft. Auch dieses Sternbild ist eigentlich komplett unnötig. Sternbild 3 erhöht das Level der Spezialfähigkeit um 3 Stufen. Sternbild 4 sorgt dafür, dass Mika mehr Energie bekommt, wenn Truppenmitglieder im Zustand Falkenfeder Schaden erleiden. Sternbild 5 erhöht das Level der Elementarfähigkeit um 3 Stufen. Und zu guter Letzt Sternbild 6, welches euch erlaubt, eine weitere Stapelung vom Effekt Entdeckung zu erhalten und außerdem den kritischen, physischen Schaden der aktiven Figur um 60% erhöht. Meiner Meinung nach sind die Sternbilder 1 bis 3 nicht so gut und Sternbild 4 bis 6 dafür sehr. Also ziemlich blöde Situation für uns alle, würde ich sagen. Bei den Artefakten haben wir einige gute Möglichkeiten. Das beste Set für ihn sind 4 Teile vom alten Hofritual. Damit bufft ihr den Angriff eurer Truppenmitglieder, nachdem er seine Spezialfähigkeit angewendet hat. Dieses Set solltet ihr jedoch nur nehmen, wenn kein anderer Charakter dieses bereits im Team trägt, da der Effekt nicht stapelbar ist. Alternativ könnt ihr zum Supporten 4 Teile Verbannter nehmen, womit ihr mehr Energie für eure Truppenmitglieder erzeugt, was in Kombination mit einer Yula zum Beispiel sehr hilfreich sein kann.
da sie viel Energie benötigt. Für mehr Heal und Schaden vom Mika aus wäre auch 4 Teile vom Meeresmuschelset eine gute Option. Falls ihr aber kein passendes Set habt, könnt ihr auch eine Zweierkombi nehmen aus den Artefakten, die ich euch einmal einblende. Für die Mainsets auf den Artefakten möchtet ihr auf der Uhr Aufladerate oder HP%, auf dem Kelch HP% und auf dem Hut ebenfalls HP%, Heilungsbonus oder kritische Trefferrate, wenn ihr die Verwundungslanze auf ihm nutzt, zu der wir gleich in den Waffen kommen. Bei den Subsets achtet ihr ebenfalls nur auf Aufladerate und HP%. Gegebenenfalls auch noch kritische Trefferrate, falls ihr die Verwundungslanze nutzt. Ein guter Aufladeratewert liegt bei 160-200%, was natürlich von eurem Team und eurer Waffe abhängig ist. Ab Sternbild 4 benötigt ihr weniger Aufladerate. Bei den Waffen achten wir genau wie bei den Artefakten nur auf HP und Aufladerate. Die beste Waffe für ihn ist der Grasschnittstrahl, welcher euch am meisten Aufladerate gibt. Aber eine andere super Alternative, die mindestens genauso gut ist, ist die Favonius-Lanze. Diese gibt euch ebenfalls Aufladerate als Substat und erzeugt nochmal zusätzlich Energiepartikel, wenn ihr einen kritischen Treffer landet. Weswegen ihr bei den Substats eure Artefakte auch diesen Wert nicht vernachlässigen solltet. Die Favonius-Waffen gehören zu den besten Waffen im Spiel und auch für Mika ist der Speer die beste Option. Weitere Alternativen, die ihr noch nutzen könnt, wären einmal der Sternsichel-Prototyp, die schwarze Quaste und der Himmelsgrat. Also alles Waffen, die euch Aufladerate als Subset geben oder HP%. Um das maximale Potenzial von Mika zu sehen, kombiniert man ihn am besten mit einem Main-DPS, der physischen Schaden verursacht. Natürlich könnt ihr Mika auch sehr gerne mit Yoimiya oder Ayato spielen wegen dem Angriffsgeschwindigkeitsbonus, aber die 40% physischen Schadensbonus sind für mich schon sehr überzeugend dafür, dass ich ihn am ehesten mit Yula oder Razor kombinieren würde. Das erste Team, welches ich euch empfehlen kann, besteht aus Yula, Mika, einem Elektrocharakter, um Superleiter auszulösen, welches den physischen Widerstand der Gegner senkt, und einem Flex-Slot. Yula und Mika sind ein optimales Dream-Team, denn Mika will nur seine Fähigkeiten schnell verballern und anschließend wechselt ihr ihn direkt aus. Kombiniert mit dem Favonius-Speer und der aufgeladenen Elementarfähigkeit erzeugt ihr für Yula sehr gut Energie, die sie für ihre Spezialfähigkeit benötigt. Für den Elektro-Charakter könnt ihr jeden beliebigen nehmen, der Off-Field-Elektro auf die Gegner verteilen kann wie Raiden, Kuki, Dori, Fischl oder Yaimiko. Mit Flex-Slot ist einfach nur das gedacht, was ihr zur Verfügung habt und benötigt. Je nach Gegner ist ein Schild wie das von Zhongli, Diona oder Layla vielleicht ganz hilfreich oder doch noch eine Rosaria, die mehr Cryo-Partikel erzeugen kann. Nutzt dort am besten das, was ihr noch zur Verfügung habt. Ein weiteres Team besteht aus Razor, Mika, einem Schilder wie Zhongli, Diona oder Layla und einem Flex-Slot. Hier trifft eigentlich fast genau das gleiche zu wie bei Yula. Nur dass wir mit Razor schon Superleiter auslösen können. Ist in so einem Team immer sehr hilfreich und für den letzten Slot könnt ihr wieder das nehmen, was ihr zur Verfügung habt. Das waren meine Teamvorschläge und ich bin gespannt auf eure. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Mika ist für mich ein reiner Support-Charakter, der vieles sehr gut kann und am besten den physischen Schaden erhöht. Leider gibt es kaum Charaktere, die man als physischen Main-DPS nutzen kann, weswegen ich es mit Mika ziemlich schwer finde. Mir ist durchaus bewusst, dass man auch einen Zhongli oder eine Fischl als physischen Main-DPS spielen kann, aber diese Charaktere haben nun mal andere Stärken, die viel wichtiger und besser sind. Ich denke, wie bei vielen anderen Charakteren auch, wird Mika zukünftig vielleicht einen besseren Platz finden, wenn Holoverse mehr in Richtung physischen Schaden gehen sollte. Wie findet ihr denn Mika und habt ihr extra für ihn gepult? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, ciao.